Herr Abgeordneter Loth, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Bitte. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sicherlich haben Sie das MDR-Fernsehen verfolgt und auch die Berichterstattung in der NZ zu einem Bäckereimeister aus Köthen, der Bäckerei Rödel, die jetzt mit 90 Mitarbeitern und 14 Filialen und insgesamt 3 Lockdowns mit dem Rücken zur Wand steht. Nachdem der neue Inzidenzwert von 50 auf 35 gesenkt wurde, hat dieser Bäckermeister einen Brief geschrieben an verschiedene Stellen, an die AfD-Fraktion zum Beispiel, Geschäftsstelle, an die CDU, an den Bundesgesundheitsminister und ich glaube auch an die Staatskanzlei. Ist Ihnen der Brief bekannt? Die erste Frage. Die zweite Frage, wissen Sie, dass die Hilfspakete, die für unsere Unternehmen geschürt wurden, nicht alle Unternehmen helfen konnten? Zum Beispiel im ersten Lockdown Light konnten natürlich Überbrückungshilfen und Kredite gewährt werden. Für Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeiter allerdings konnten nur Darlehen beantragt werden, also Geld, was irgendwann wieder zurückkommt. Wenn jetzt aber jemand kein Geld verdient, über ein ganzes Jahr hin mittlerweile, kann er auch keine Kredite zurückbezahlen, keine Darlehen zurückbezahlen. Wie stehen Sie dazu, dass die Öffnungsperspektive, die Sie zwar immer wieder versprechen, aber eigentlich nicht da ist? Die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand, die wissen nicht, wie es weitergeht. Und Sie haben eben gerade selber gesagt, Sie haben den Lockdown hier bei uns sozusagen verlängert vom 7. auf den 10. aus dem Grund, weil Sie ja nicht wissen, was genau rauskommt. Es ist immer von Knall auf Fall. Geben Sie den Menschen eine Perspektive zum Öffnen. Sie müssen zum Ende kommen, bis zu 2 Minuten. Ja? Bitte, Herr Minister. Der Brief ist bekannt. Auch diesen konkreten Fall werden wir uns sozusagen auch noch mal im Sinne von Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten auch ansehen, ist aber auch exemplarisch dafür, dass bei den Hilfsprogrammen des Bundes nicht nur vom zeitlichen Vollzug her und von der Auszahlungsgeschwindigkeit her, sondern auch inhaltlich ständig nachzuarbeiten ist. Wir wissen, dass dort nicht alles erfasst ist, dass es dort Lücken gibt und die müssen wir versuchen zu schließen, weil wir alle das Interesse haben, dass bei den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auf der anderen Seite nicht entsprechende Unwuchten in der wirtschaftlichen Entwicklung für Unternehmen, für Menschen, die damit ja auch verbunden sind, entstehen. Das versuchen wir auf jeden Fall mit zu puffern. Im Übrigen gibt es nicht 2 Inzidenzwerte, sondern es gibt das Bundesinfektionsschutzgesetz, der 28a sagt ganz klar, was die 50 bedeutet und was die 35 bedeutet. Und die 50 ist sozusagen die Zahl, ab der, wenn sie überschritten ist, bundeseinheitlich gehandelt werden muss unter Koordination des Bundes und darunter bekommen wir wieder Spielräume. Und diese Spielräume, deswegen ja die Anstrengungen, so schnell wie möglich unter 50 zu kommen, wollen wir nutzen mit unserem Sachsen-Anhalt 2021-Plan, sage ich mal. Und da ist logischerweise auch dieser Bereich mit drin, dass wir wieder normale Verhältnisse versuchen anzustreben. Aber eins kann ich auch sagen, unabhängig davon, dass Blicke in die Glaskugel in solchen Situationen nie sinnvoll sind. Kann man zwar machen, aber sind wenig ertragreich. Fakt ist eins, wir werden mit der Pandemie weltweit noch eine ganze Reihe von Jahren, vielleicht sogar viele Jahre zu tun haben. Wir müssen dafür Mechanismen finden, wie wir trotzdem zu einer gewissen Normalität kommen, ohne dass wir die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, im Umgang damit mit Medikamenten verbunden, mit Impfungen verbunden, entsprechend nicht zum Tragen bringen, sondern offensiv einsetzen. Das wissen wir als Gesellschaft. Wir müssen pandemiefester werden. Und das ist sozusagen das, was ich nochmal zu Ihrer Unterstellung, wir haben da neue Zahlen und so weiter und so fort unterwegs, sagen möchte. Es ist nicht so, sondern es gilt das Gesetz. Vielen Dank. Herr Loth, ich gebe Ihnen ganz kurz das Wort, aber Sie haben Ihre 2 Minuten schon ausgeschöpft. Also wirklich eine ganz kurze Frage, bitte. Eine ganz kurze Nachfrage, Herr Ministerpräsident. Wann wird die Verfügung zur Verfügung stehen, wie die Schulen hier weiterarbeiten ab dem 1. März? Weil bisher sind auch die Lehrer noch völlig außen vor. Herr Ministerpräsident, bitte. Der Bildungsminister ist an all diesen Dingen dran, bis hin zu Schnelltests, bis hin zu den Dingen, die sozusagen innerhalb der von Bespanne bei Unterschreitung oder bei Überschreitung bestimmter Inzidenzen dort zu praktizieren sind. Und es wird, muss ja auch alles sozusagen mit der Personalvertretung und mit möglichst auch mit den gesellschaftlichen Strukturen wie Gewerkschaften und so weiter auch besprochen sein. Er ist da dran und kann Ihnen das sicherlich nachher noch mal bilateral sagen, welche konkrete Taktung da ist. Das habe ich jetzt hier nicht alles vorliegen, weil wir in einzelnen Häusern vom Wirtschaftsministerium angefangen, über Bildung, über natürlich das Pandemieministerium Gesundheit und in vielen anderen Bereichen auch der Geschäftsverteilung der Landesregierung Maßnahmepakete jetzt zu besprechen haben, die wir am nächsten Dienstag im Kabinett zusammenführen wollen.